Lerne und verbreite das neue Wort Gottes. So spricht der Herr. Buchbände, Auszugsausgaben und Übersetzungen. Dies ist die angekündigte Zeit, in der ich zur Menschheit sprechen musste. Und ich will, dass ihr in Erfüllung meiner Voraussagen mit diesem Worte, das ich euch gegeben habe, Bücherbände zusammenstellt, später Auszüge und Analysen davon macht und sie euren Mitmenschen zur Kenntnis bringt. Stellt aus meinem Worte ein Buch zusammen, entnehmt ihm den Sinngehalt, damit ihr einen wirklichen Begriff von der Reinheit meiner Lehre bekommt. In dem vom Stimmträger übermittelten Wort könnt ihr Irrtümer entdecken, doch nicht im Sinngehalt. Meine Übermittler sind nicht immer zubereitet gewesen. Deshalb habe ich euch gesagt, dass ihr es nicht nur oberflächlich durchlesen, sondern in seinen Sinngehalt eindringen sollt, damit ihr seine Vollkommenheit entdecken könnt. Betet und meditiert, damit ihr es verstehen könnt. Ich brachte euch dies Wort und ließ es euch in eurer Sprache hören, doch ich gebe euch den Auftrag, es später in andere Sprachen zu übersetzen, damit es allen bekannt wird. Auf diese Weise werdet ihr den wahren Turm Israels zu bauen beginnen, jenen, welcher alle Völker geistig zu einem einzigen vereint, welcher alle Menschen in jenem göttlichen, unwandelbaren und ewigen Gesetze eint, das ihr in der Welt aus dem Munde Jesu erfahren habt, als er euch sagte, liebet einander. Ich will, dass mein Wort, wenn daraus Bücher gebildet werden, die über die Erde hin verbreitet werden müssen, fehlerlos gedruckt wird, so rein, wie es aus mir hervorging. Wenn ihr es so in eure Bücher gelangen lasst, wird ihm ein Licht entströmen, das die Menschheit erleuchten wird, und sein geistiger Sinn wird von allen Menschen empfunden und verstanden werden. Ich befehle euch meine Unterweisungen an, damit ihr sie in derselben Form, in der ich sie euch gebe, euren Mitmenschen weitergebt. Doch diskutiert niemals in heftiger Weise, wenn ihr sie lehrt. Hütet euch, über etwas zu urteilen, was ihr nicht kennt. Doch begreift, dass ein lauteres Vorbild genügen wird, um die Menschen zur Vergeistigung zu bekehren. Bereitet euch vor, damit ihr die frohe Botschaft weitergebt, die von vielen mit Freude aufgenommen werden wird. Ich sage euch, von vielen und nicht von allen. Denn manche mögen euch sagen, dass ihnen das von Gott in der ersten Zeit offenbarte und das, was Christus den Menschen brachte, genügt. Gerade dann sollen eure von mir bewegten und inspirierten Lippen den ungläubigen Menschen sagen, dass es notwendig ist, die neue Offenbarung kennenzulernen, um die ganze Wahrheit zu erkennen, die den Menschen in den vergangenen Zeiten von Gott gewährt worden ist. Das Anrecht auf Kennenlernen des neuen Gotteswortes. Es ist notwendig, dass du zu den verschiedenen Wegen der Erde aufbrichst, o geliebtes Volk. Denn seht, selbst in der mexikanischen Nation haben viele mein Werk noch nicht anerkannt.
Seht, wie sich auf der Welt bereits jene erheben, die in meinem Namen zu wirken behaupten, obwohl sie geistig Bedürftige sind. Doch ihr, die ihr von meiner Göttlichkeit überreich beschenkt worden seid, was ist eure Aufgabe? Meine Lehre bekannt zu machen. Ihr dürft euch nicht vor der Welt verbergen, noch ihr die Hilfeleistung verweigern, die sie benötigt. Hier bereite ich euch im Stillen vor. Hernach wird der Tag kommen, an dem ihr euch aufmachen müsst, um die Wege zu bahnen, damit mein Wort zu allen Herzen gelangt. Zu jenem Zeitpunkt wird die Welt durch Leid geläutert sein, und mein Wort wird ihr nicht mehr als eine fremde Sprache erscheinen, sondern als etwas, was Herz und Geist leicht verstehen und erfühlen können. Ich übergebe euch das Buch, das von Wahrheit und Liebe spricht, damit ihr es der ganzen Menschheit bringt. Es gibt kein Volk auf Erden, von dem ich euch sagen könnte, dass ihr nicht hinzugehen braucht, weil es diese Offenbarung nicht nötig hat. Welches Volk kann behaupten, dass es wirklich christlich ist? Nicht nur dem Namen nach, sondern aufgrund seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit und seiner Vergebung? Welche Nation kann ihre Spiritualität beweisen? In welchem Teil der Welt lieben sie sich einander? Wo befolgen die Menschen tatsächlich die Lehre Christi? Wenn diese Botschaft abgeschlossen ist, werde ich nicht mehr durch diese Übermittler sprechen, sondern mich hernach auf subtile Weise in den Geistwesen bekunden. Aber mein Wort, geprägt in die Herzen derer, die es vernahmen, und niedergeschrieben in einem neuen Buch, soll zu den Völkern und Nationen der Welt als Same des Friedens, als Licht des wahren Wissens, als Heilmittel für jedes Übel, das den Körper und den Geist der Menschen quält, gebracht werden. Mein Wort wird nicht dann zu den Herzen gelangen, wenn es meine Sendboten wünschen, sondern wenn es mein Wille ist. Denn ich werde es sein, der über meine Saat wacht, der ihr das Erdreich bereitet und den Weg bahnt. Ich werde es sein, der es weisheitsvoll zum rechten Zeitpunkt zu den Völkern, Nationen und Familien gelangen lässt. Es wird hingelangen, wenn man es bereits erwartet, wenn die Herzen in Erwartung sind, weil sie sich an meine Verheißungen erinnern, wenn sie aus ihrem tiefen Traum von Selbstherrlichkeit, Hochmut, Materialismus und Eitelkeit erwacht sind. Ich werde meinem Volke die Mittel bereitstellen, um meine Botschaft zu allen Nationen zu bringen. Ich werde dafür sorgen, dass es auf seinem Wege Menschen guten Willens findet, die ihm helfen, meine Kundgaben bis an die Grenzen der Erde zu tragen. Durch euch soll das Gesetz der neuen Generation aufs Neue bekannt gemacht werden. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr vorbereitet sein müsst. Denn ihr seid gekommen, um den Weg für die Zukunft vorzubereiten, damit die neuen Generationen in Zukunft keine Götzendiener mehr sind, noch falsche Propheten unter ihnen aufkommen, die die Menschheit betrügen. All dies musst du der Welt offenbaren, Israel. In dieser Zeit, in der
verschiedenartige Weltanschauungen entstanden sind, wird sich Sekte gegen Sekte erheben. Die Konfessionen werden untereinander kämpfen und auch euch ablehnen. Doch da ihr Kinder des Lichtes und des Friedens seid, sollt ihr ihnen sagen, die Wahrheit ist im Sinngehalt des Dritten Testamentes enthalten. Dort ist das Zeugnis von der Gegenwart und dem Kommen des Herrn in dieser Zeit. Ihr sollt die Menschheit auf dies Buch hinweisen und mit eurer Erfüllung meines Gesetzes seine Wahrheit bezeugen.